Hallo, ich grüße euch. In dem kurzen Video möchte ich mal zeigen, wie man die 6-Volt-Lichtmaschine von N72, KSM50 und diversen Urals und anderen Dnjeprs, wie man die testen kann. Das ist die G414-Lichtmaschine, ein Gleichstromgenerator. Oft ist es so, dass man im ersten Moment nicht weiß, ist der Regler kaputt oder ist eine Verkabelung kaputt oder ist die Lichtmaschine selber kaputt. Dann können so einfache Tests helfen. An der Rückseite hat die Lichtmaschine die bekannten Anschlüsse. Ich habe einmal Masse. Da habe ich mal diesen schwarzen Anschluss montiert. Dann habe ich den Anschluss SCHA. Das ist dieses W-förmige kyrillische Schriftzeichen. Das ist die Feldwicklung. Da habe ich den grünen Anschluss montiert. Und dann habe ich den Anschluss JA. Das ist dieses spielverkehrte R. Da habe ich den roten Anschluss montiert. Für den Test nehme ich eine 12 Volt Glühlampe. Deswegen 12 Volt, damit die nicht so schnell durchbrennt. Das ist ein Test, den ich normal im eingebauten Motor mache und die Lichtmaschine natürlich mit dem Motor antreibe. Hier mache ich es auf meinem Prüfstand mit einem Elektromotor, aber das ändert nichts an der ganzen Beschaltung. Ich stecke mal mein schwarzes Kabel auf schwarz. Mein grünes auf grün und mein rotes auf rot. Grün ist ja meine Feldwicklung, die möchte ich voll erregen. Das ist eine minusgeregelte Lichtmaschine. Das heißt, wenn ich jetzt den grünen auch bei Masse einstecke, dann wird die Feldspule voll erregt. Jetzt bleiben hier zwei Kabel über. Das ist Plus und Masse. Da gebe ich mal Plus auf hier einen Pol der Lampe. Und bei diesen Lampen ist immer die mittlere die Masse. Wenn ich jetzt meinen Motor einschalte, dann leuchtet die Lampe. Wenn jetzt die Lichtmaschine keinen Strom abgegeben hat, also die Glühlampe nicht geleuchtet hat, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wo der Defekt sein könnte. Es kann natürlich mal sein, dass die Kohlen zu kurz sind oder klemmen im Kohlenträger und dann nicht anliegen. Das habe ich in einem anderen Video, wo ich nur diese Lichtmaschine beschrieben habe, habe ich das sehr genau gezeigt. Es kann auch sein, dass diese Anschlusslitzen der Kohlen gebrochen sind. Es kann natürlich sein, dass der Anker ausgelötet hat. Das sieht man aber recht gut. Wenn man da reinschaut bei der Öffnung, sieht man innen drinnen die Ankerlamellen. Und wenn man da so zum Beispiel rausgespritztes Lötzinn sieht, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass der Anker defekt ist. Kann man aber auch dann sich genauer anschauen und durchmessen, das habe ich auch in einem anderen Video erklärt. Es gibt noch einen einfachen Grund, warum es keinen Strom hergibt. Das ist, wenn der Eisenkern der Feldwicklung nicht genügend Remanenz, also Restmagnetismus, besitzt, damit die Lichtmaschine anläuft. Das kann zum Beispiel passieren, wenn die Lichtmaschine lange gestanden ist oder wenn sie Schlägen ausgesetzt war oder hohen Temperaturen, dann kann es schon sein, dass der Eisenkern seinen Magnetismus, seinen Restmagnetismus verliert. In dem Fall kann man es ganz einfach befeuern, die Lichtmaschine. Also man nennt das Befeuern. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Bei eingebautem Motor, wenn die Lichtmaschine dreht, dann einfach nur den heißen Pol, also in dem Fall ja, kurz auf Batterie Plus tippen. So nur circa 1, 2 Sekunden. Das reicht schon, damit ich einmal im Eisenkern genug Magnetismus erzeuge, indem ich die Spule unter Strom setze. Oder im ausgebauten Zustand würde ich eher empfehlen, den Anschluss der Feldwicklung auf Minus zu geben.
So. Und den Anschluss, der von Ja auf kurz auf Plus zu tippen. So ein, zwei Sekunden nur. Das zieht relativ viel Strom. Das erzeugt eben genug Restmagnetismus, damit die Lichtmaschine anläuft. Ein weiterer Test ist, dass ich den Generator als Motor laufen lasse. Ich mache wieder, dass ich die Feldwicklung, also den Anschluss SCHA, direkt auf Masse lege. Hier Gehäusemasse. Und dann bei einer 6-Volt-Batterie Masse auf Minus. Und Plus auf Plus. Und jetzt läuft der Motor. Der muss gleichmäßig laufen. Und auch wenn ich jetzt bremse, darf man keine ruckartigen Bewegungen merken oder stellen, wo er zum Beispiel nicht mehr weiter drehen möchte. Das wäre ein Indiz dafür, dass der Anker, der Kollektor, an manchen Lamellen keinen Kontakt mehr hätte. Und auch wichtig, dass die Drehrichtung stimmt. Also der dreht jetzt rechts herum, wenn ich von vorne jetzt drauf schaue. Im Fahrzeug ist es natürlich verkehrt herum. Im Fahrzeug dreht er gegen den Uhrzeigersinn, wenn man in Fahrtrichtung schaut. Den Test kann man auch mit 12 Volt machen, dann läuft es natürlich entsprechend schneller. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like, Abo freue ich mich natürlich auch. Servus!